Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Paragon-Kisten-Opening machen. Ich war wieder fleißig, habe jetzt mit diesem schicken Ruf-Buff, den wir haben, ein paar Paragon-Kisten zusammengefarmt. Zumindest die aus Nashatar und Mechagon sind ja davon beeinflusst. Und ja, was haben wir alles an Kisten? Wir haben eine faule Kiste quasi, die Vorräte der 7. Legion, da kann jetzt nichts Tolles drin sein. Aber aus den anderen Kisten, einmal aus den Anquana und aus der Rossbolzenkiste kann quasi eine Essenz drin sein, die ich noch brauche, also eine Legendary Essenz. Und hier können Pets drin sein, die sehr teuer sind. Und ich hoffe, dass ich diese Pets rausziehe, dass ich mir die nicht im AH kaufen muss. Da bin ich nämlich gerade so ein bisschen dran beim Sammeln. Und ja, ich würde sagen, wir fangen oben an. Wir fangen bei den Rossbolzen an und drückt mir die Daumen. Okay, das war einmal eine Pleite. Rossbolzen war schon mal nix. Dann haben wir die Rajani Pet. Zweites Mal nix, okay. Drei Kisten haben wir noch. Dann haben wir Uldum. Drittes Mal nix. Gut, hier ist es absehbar, da kriegen wir ein paar Dienstabzeichen. So, jetzt haben wir noch eine Anquana-Kiste. Gib mir wenigstens eine Essenz. Ach, Blizzard, ich hasse dich. Ah! Fünf Kisten und fünf war nix. Gut, ein bisschen Gold habe ich gekriegt, ne? Also, da waren jetzt zusammen, waren da jetzt knappe 25k Gold drin. Aber leider wieder nichts. Sehr, 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 sehr schade. Gut, dann muss ich mich nochmal ein bisschen hinhocken, noch ein paar Kisten zusammenfarmen und dann sehen wir uns, ja, wieder, sobald ich die nächsten fünf Kisten zusammen habe. Haut rein, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.